Grüß euch miteinander. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder von euch schon mal einen Albtraum hatte. Und das Gefühl kennt von Erleichterung, wenn man aus diesem Traum erwacht. Und man eben weiss, Gott sei Dank, es war nur ein Traum. Für mich war es umgekehrt. Ich habe 3 Albträume erlebt, die zu meiner Realität wurden. Einer davon eine Vergewaltigung mit versuchtem Mord, eine Nierentransplantation und in den 3. Albtraum möchte ich euch in den nächsten Minuten zurückholen, in die Zeit, wie es passiert ist und wie ich es geschafft habe, daraus zu erwachen. Es war Frühling im Jahr 2011 und ich habe entschieden, heute gehe ich joggen. Wer mich kennt, der weiss, das ist eher selten, weil ich ein Sportmuffel bin. Aber an diesem Tag habe ich das Gefühl, oh, jetzt machst du es. Schön Wetter, Vögel haben gepfiffen, ich bin durch den Wald gerannt, hatte recht einen Lauf, so die ersten 20 Minuten und plötzlich aus dem Nichts raus einfach umgekehrt. Also es war weder ein Stolperer noch irgendeine Wurzel oder ein Misstritt, wirklich einfach gekehrt. Ich habe versucht, hinkend zu einem Treffpunkt zu gehen, wo mein Partner hat gewartet hat und wir sind sofort in eine Notfallklinik, weil es ein Sonntag war. Sie haben es angeschaut und dann haben sie so gesagt, ja, es sind wahrscheinlich die Adduktoren oder die Abduktoren. Die ein bisschen mehr Dehnen vor dem Joggen. Es war mir in dem Moment schon ein bisschen peinlich, dass ich wegen so etwas in meinem Notfall bin, aber irgendwo bin ich auch froh, ja, okay, es gibt Schlimmeres. Schwamm drüber, habe es wie vergessen. 3 Monate später, wieder beim Joggen, ziemlich am Anfang, wieder umgekehrt. Diesmal ein stechender Schmerz. Ich konnte kaum mehr aufstehen. Haben wir dann so mit einem Stecken, der am Waldrand lag, irgendwo wie eine Art Krücke geformt und bin zurück zum Auto, ins Unispital. Dort haben sie angefangen zu röntgen und dann hat es geheißen, ja, wahrscheinlich ein leichter Bandscheibenvorfall. Kann man operieren, sie würde jetzt nicht versteifen, weil ich noch jung bin, machen wir eine Stopperfunktion, 6 Wochen ein bisschen schonen und dann ist das wieder gut. Ich habe mich darauf eingelassen, das Vertrauen in die Medizin war gross, die Betonung auf sie. Und die Operation ist gut gelungen, nach 6 Wochen mit dieser versprochenen Physio. Es ist einfach nicht besser geworden. Ich konnte mittlerweile wirklich nicht mehr ohne Krücken laufen. Die Belastung war zu gross. Bin ich nach Kontrolle, der Professor hat zu mir gesagt, wieso gehen Sie an Stöcken? Und ich habe gesagt, ja, es tut mir weh, ich kann wirklich nicht belasten, ich habe keine Kraft mehr. Dann hat er gemeint, ja, es ist eigentlich unüblich. Und schon das erste Mal ist bei mir der Impuls gekommen, bin ich so wehleidig, kann ich das... Wieso glaubt man das kennen? Ich habe dann entschieden, okay, jetzt gehe ich in eine Reha, vielleicht muskulär aufbauen, wird mir helfen. Ich habe so gemacht. Nach 2 Wochen Reha ist es wieder schlimmer geworden. Diesmal bin ich nur noch gelegen. Also ich konnte keine Therapie mehr wahrnehmen. Dann sind die Ärzte gekommen und gesagt, Frau Maurer, habt ihr schon mal etwas von Phantomschmerzen gehört? Und dann bin ich verrückt worden. Ich habe gesagt, es ist nicht in meinem Kopf. Ich habe immer gesagt, es ist wie wenn beim Oberschenkel eine Spannung aufgebaut wird. Ein Stück Holz, das biegt bis kurz vor dem Bruch. Da sie mir ja nicht geglaubt haben, habe ich das Gefühl, gut, dann können sie mir auch nicht helfen, habe mich selber entlassen. Und entschieden, hey, ich gehe in die Ferien. Ein Kulissenwechsel, Wetter, schön, Sonne, Meer, das wird mir helfen. Ich habe gepackt, aber ich bin nie in die Ferien. In der gleichen Nacht bin ich am Morgen um 2 auf dem WC gesessen. Glaubt mir, ich habe einen Punkt, sonst würde ich das nicht hier erwähnen. Und ich konnte nicht mehr aufstehen. Es ist wirklich nicht mehr gegangen. Dann habe ich mir gesagt, ja, vielleicht ist es wie bei einem Pflaster, wenn es schnell abreißt, geht es besser und dann tut es auch weniger weh. Also habe ich mir entschieden, jetzt gehe ich mit Schwung auf. Das nächste, was ich gehört habe, war ein Knall, ich bin am Boden gelegen. Ich habe mich gewunden vor Schmerzen. Und dann sind sie durch die Ambulanz gekommen. In meinem Bein habe ich gesehen, es war wie ein fußballgroßer Ball angeschwollen. Die Ambulanz kam und hat sofort festgestellt, dass es eine Fraktur vom Oberschenkel. Im ersten Moment habe ich mir nicht viel dabei gedacht, weil ich gefunden habe, ja, ein Bruch. Aber was mir dann noch nicht klar war, ein Oberschenkel bricht nicht einfach und ist einer der stärksten Knochen im menschlichen Körper. Sie haben mich dann nach Baden gefahren, in die Ambulanz, mit der Ambulanz. Und dort hat man CT, MRI, Röntgen und dann zu warten. Zu warten auf einen Befund. Mittlerweile sind meine Eltern gekommen, wir haben weitergewartet. Und es war fast endlos lang, gewesen, seit die Ärzte kamen. Sie sind vor mir hergestanden und haben gesagt, es tut uns leid, Frau Maurer. Er hat Knochenkrebs im Endstadium. Wir geben euch noch maximum 3 Monate bis zum Tod. Ja.
Wie geht man mit so einer Botschaft um? Paradox war bei mir, war der erste Impuls Erleichterung. Und zwar Erleichterung, dass man mir endlich geglaubt hat, dass ich tatsächlich Schmerzen habe. Und dass es nicht Phantomschmerzen waren, wie die Ärzte gesagt haben. Das andere habe ich wie so ein verdrängt. Dann bin ich zu einem Spezialistenteam auf Zürich gekommen. Die haben sofort gesagt, ja, nicht operieren, weil wenn der Tumor anlängert, streut. Und dann geht es zu schnell. Also bin ich in die Klinik in Zürich und habe wieder gewartet auf die neuen Untersuchungsergebnisse. Und mittlerweile ist auch meine Schwester gekommen, die eine, die selber Onkologin ist. Und mir hat gesagt, nachdem ich sie gefragt habe, ist nicht so schlimm, das kann man ja heilen, oder nicht? Und sie mir hat gesagt, unter Tränen, nein. Sieht nicht gut aus. Und dann schon bei mir 20 Jahre. 28 war jetzt das wirklich alles gewesen. Die Hoffnung ist in diesem Moment ins Zimmer reingekommen, und zwar vom Professor Bruno Fuchs. Bis heute eigentlich mein Schutzengel. Er hat mich nie behandelt wie ein Patient, sondern wie ein Mensch. Und das habe ich in diesem Moment gebraucht. Er hat mir gesagt, es ist wahr, es ist Knochenkrebs im Endstadium, aber wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können palliativ Schmerzen behandeln, Beine amputieren bis zum Tod. Oder wir versuchen etwas. Das bedeutet, 2 Jahre Schmerzen, lang liegen, mehrere Monate fixiert und Chemo. Für mich war Tod nie eine Option. Ich bin ein Sturkopf, wahrscheinlich der Berner Grind. Und dann habe ich gesagt, für mich Option 2 kommt die Frage, aber ich habe eine Bedingung, nehmt ihr bitte nicht mein Bein ab. Das wollte ich behalten. So haben sie mich verlegt ins Universitätsspital in Zürich. Und J-West 31 ist mein Zimmer geworden. Eigentlich mein neues Daheim. J-West 31 war alles, was ich in den nächsten Monaten noch kennt habe. Ein Bett. Einfach gelegen. Alles, was ich noch bewegen konnte, war mein Kopf und meine Arme. Der Rest nicht mehr. Chemo, zu der möchte ich eigentlich gar nicht viel sagen. In meinem Buch beschreibe ich es als, die Hölle tat sich buchstäblich auf. Und so war es eigentlich auch. Weil es ist einfach ein Feind im Kampf zum noch grösseren Feind. Noch schlimmer für mich war mein Freiheitsverlust. Ich war von einem Tag auf den anderen einfach fremdgesteuert. Ich hatte überall Schläuche. Ich konnte nicht duschen, habe nicht aufstehen, nicht mal sitzen. Ich konnte auch nicht auf die WC gehen. Es war alles von einer Glocke, die über meinem Bett gehangen ist, abhängig war, dass ich jemanden, der zur Tür kam und mir irgendeinen Wunsch erfüllt hat. Und es war auch abhängig von der Laune, die das Personal, das Pflegepersonal oder auch die Ärzte hatten. Und so bin ich immer mehr in so eine Art Traum abgedriftet. Ich hatte schöne Träume. Und es war plötzlich eben das Umgekehrte. Ich bin erwacht und habe realisiert, Mist, der Albtraum ist jetzt die Realität. Und das Schöne ist im Traum. Irgendwann habe ich den Film gesehen, «The Bucket List» mit Morgan Freeman. Der hat mich gepackt. Ich habe gefunden, ich brauche das so. Ich muss jetzt irgendwie für mich selber wieder Ziel aufstellen. Also habe ich entschieden, ich mache selber eine Bucket List. Da sind verschiedene Sachen drauf gestanden, wie zum einen, ich will mal wieder eine Servola bräteln. Ich will mal wieder aufs WC, allein. Überhaupt aufs WC. Ich will wieder mal duschen. Ich will ans Meer. Ich will heiraten. Und ein Wunsch war, ich will das Freiheitsgefühl wieder erleben, den Freifall. Frei wie ein Vogel. Und dann kam mir Bungee Jump in Sinn. Und Bungee Jump habe ich mir dann ganz oben auf die Liste geschrieben, so mit dem Stichwort, okay, höchster Turm der Welt. Ja, man soll Ziel höher stecken. Und so ist es weitergegangen. Aus diesen 3 Monaten, die sie mir am Anfang gegeben haben, sind 2 Jahre geworden. Ich war noch da gewesen. Ich habe es gesagt. Und es war in der Zwischenzeit Chemo abgeschlossen gewesen. Sie haben mir den Knochen entfernt, haben eine Prothese reingetan. Ich bin am Anfang also wirklich noch gelegen, ich musste lernen sitzen überhaupt wieder. Lange im Rollstuhl gewesen. Und irgendwann kommen die ersten Schritte. Und das Paradox am Ganzen ist irgendwo, man wünscht sich die ganze Zeit, ich will wieder laufen und überhaupt mal stehen.
Und dann hast du die ersten Schritte und es tut dir so weh, dass du wünschst, du könntest wieder liegen. Also wirklich völlig umgekehrt. Aber, wie gesagt, 2 Jahre später stehe ich jetzt 233 Meter über Meer in Macau. Auf dem Macau Tower in China. Und dort habe ich als erstes gedacht, du spinnst. Was machst du jetzt da oben? Ich musste irgendwelche Papiere ausfüllen, von wegen, ja, ich mache es wirklich freiwillig und ja, ich bin so blöd und mache das jetzt hier. Und habe auf die Waage müssen und die Waage und ich sind absolut keine Freunde. Also, in dem Sinn bin ich aber noch froh gewesen, weil wenn das Seil jetzt lang wäre, wäre es auch nicht so cool gewesen. Also stand ich dort auf dem Turm und habe mich immer wieder erinnert, hey, komm, du hast anders geschafft, du schaffst es. Und der Instructor hat mir gesagt, okay, on the count of 3, you smile to camera and then you jump. Ja. Einfacher gesagt als gemacht. 3, 2, 1. Und dann bin ich gekommen. Und in dem Moment, wirklich in dem Moment, ist bei mir das Bild wieder in den Kopf gekommen, wo ich träumt von diesem Vogel, diesem freien Fall. Ich bin geflogen und das war mein Befreiungsschlag. Aus dem rauszukommen, das war mein Erwachen aus meinem eigenen Albtraum. Und ich war 3 Tage völlig auf Adrenalin, mega stolz, aber ich mich nie wieder. Was ich damit sagen wollte, ich hoffe wirklich, in den letzten paar Minuten konnte ich euch aufzeigen, dass es sich lohnt, zu kämpfen. Auch wenn es manchmal fast aussichtslos erscheint. Manchmal der kleinste, wirklich Funken Hoffnung kann Grosses bewirken. Bei mir hat es 3 Albträume gebraucht, um zu realisieren, wie kostbar das Leben wirklich ist. Ich glaube, wir alle haben in den letzten 2 Jahren wirklich realisiert, dass Selbstverständlichkeit eben nicht wirklich mehr selbstverständlich sind. Ich frage mich aber, braucht es denn immer zuerst eine Tragödie, dass es zu so einem Aufwachmoment kommt? Oder braucht es ein Ereignis, dass wir überhaupt realisieren, was wir im Leben haben? Ich glaube nicht. Wachen wir doch auf. Und zwar jetzt. Merci vielmals.